Am Anfang war die Erde komplett nass. Heute sind immer noch 4/5 nass. Der Mensch als Nomade traf im Laufe seiner Wanderschaft oft auf Flüsse oder Meere, die zu weit oder zu tief waren, um sie zu überqueren. Dank seiner Fähigkeit zu denken, fand der Mensch bald die primitivste Form eines Transportmittels zu Wasser, den Baumstamm. Auf dem Baumstamm stehen oder auf ihm sitzen, stellte sich als nächstes die Frage der Fortbewegung. Erst der Fuß, dann die Hand und dann, aha, die erste maritime Erfindung, das Paddel. Ausgehend vom Paddel war die logische Weiterentwicklung das Ruder, welches mit seinem Drehpunkt dem einfachen Hebelgesetz gehorchte und die größte Wirkung bei kleinstem Krafteinsatz versprach. Wegen der unendlichen, unerforschten Ausdehnung des Wassers fand sich der frühe Seefahrer des Öfteren weit, weit draußen auf dem Meer wieder, wo ihn nur noch die Sterne leiteten. Ihr Sterne, die da oben wacht, Donnerwetter, sagt mir, wo ich bin heute Nacht. Schnell und sicher lenkten ihn die Sterne vorwärts, bis an sein Ziel. Im 13. Jahrhundert zerbrachen sich genau wie heute große Denker den Kopf darüber, welche Form die Erde hat. Einige kluge Köpfe glaubten, dass wenn man weit genug nach Westen segelte, man über den Rand der Welt hinausfuhr. Von Anfang an waren die Seefahrer das Opfer von Piraten! In diesen romantischen Tagen wechselte der Kapitän eines Schiffes oft recht plötzlich. Diese farbenprächtige Zeremonie nannte man über die Planke laufen oder die Haie füttern. Schlagt die Glocke! Holt ihn euch! Wenn der alte Vater Neptun mal ein wenig randalierte, haben die Seeleute sich aus Sicherheitsgründen am Mast verteilt. So war der Seemann in der Lage, bei Wind und Wetter an seinem Posten zu bleiben. Die Flagge ist das Zeichen der Seesprache. Die Seeleute konnten durch Winkzeichen, durch Flagge schwenken, miteinander kommunizieren. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, B, R, S, O, F, R, R, ups! Tja, hier hat er geschwenkt, anstatt zu winken. Fröhlich und unbeschwert zeigte sich der Seemann beim Hornpipe, dem traditionellen Tanz der Seeleute. Tau einholen, Segel setzen, rudern, Ausguck halten, aufpassen. Ah, das Segelschiff, die Königin der Meere, die Blütezeit der Seefahrt, Männer aus Eisen, Schiffe aus Holz. Durch jahrhundertelange Übung hat der Seemann ein paar perfekte, seetaugliche Beine entwickelt. Jeden Seemann erkennt man leicht an seinem Gang. Oh, die Knoten. Niemand macht bessere Knoten als ein Seemann. Er erfand den Quadratknoten, den Schafshalter,
Den Palsteg. Ein interessanter Knoten für große Belastungen. Ups. Der Schlüpfknoten. Und jetzt der Fassknoten, der rutschfesteste von allen. Hoch damit! Noch rutschfester ist nur der Teerfassknoten. Durch viele Versuche und Irrtümer hat der Seemann schließlich das Meer bezwungen. Ein weiter Weg für wahr. Von seinen ersten Vorfahren bis hin zum modernen, technisch versierten Seemann von heute. Alle Mann auf die Gefechtsposition. Klar zum Gefecht. Hey, klar zum Gefecht. Fertig. Zielen. Feuer.